digitale Apotheke. Analog sind wir eigentlich heute auch schon unschlagbar, aber digital holen wir unsere Kundschaft noch nicht ab und deswegen bin ich dabei. Ich finde es sehr wichtig, ein Kollektiv von Fachleuten aufzubauen, die sich optimal ergänzen. Denn jeder googelt heutzutage und hat ein gefährliches Halbwissen. In diesem Kollektiv sind wir stark und haben ein breites Wissen. Es geht darum, die Leute aus der digitalen Ebene abzuholen, auf der sie sich heute alle bewegen. Und von uns Experten sie mit dem Wissen zu versorgen, das sie brauchen und benötigen. In meiner Apotheke vor Ort sind es die Kunden und Patienten gewohnt, kompetent beraten zu werden. Aber wer macht das online? Dr. Google? Wohl kaum. Deswegen haben wir diese Plattform ins Leben gerufen, um genau diese Patienten, die wir offline so kompetent betreuen, auch online in der gleichen Kompetenz und Stärke betreuen zu können. Also ich werde eigentlich täglich damit konfrontiert, dass sich Patienten zuallererst mal Gesundheitsinformationen im Internet besorgen. Und da ist leider auch oft ganz schön viel Unsinn dabei. Zum Beispiel, dass man Warzen mit Panzertape entfernen kann. Und es wäre wirklich toll, wenn jemand, der auf der Suche ist nach Gesundheitsinformationen, wirklich direkt in ein Portal geführt werden könnte, wo er mit Experten kommunizieren kann und wo er dann vielleicht auch direkt an ein Produkt herangeführt wird oder an einen Produktwunsch, den er dann in die Apotheke vor Ort tragen kann. Ich bin Apotheker aus Leidenschaft und das seit über 30 Jahren. Und meine Devise lautete immer, mein Wissen zu teilen und den Menschen mitzugeben, die das Wissen benötigen. Das kann man natürlich in einer Gemeinschaft viel besser als alleine. Deswegen plädiere ich immer für ein gut funktionierendes Netzwerk. Ich bin Experte, aber ich weiß nicht alles. Deswegen brauche ich einen Experte, wenn ich denn eine Frage habe. Und das ist mein Ziel, Netzwerken. Ich möchte auch nach 20 Jahren als Apothekerin immer noch up-to-date sein oder wünsche mir eine Plattform, wo nicht nur wir als Apotheker gute Beratung machen können, sondern uns auch an Spezialisten wie Ökotrophologen, Osteopathen, Heilpraktiker wenden können, um da gemeinsam Gutes zu tun und darüber zu reden. Ich finde, es muss einfach möglich sein, wieder aus den verschiedenen Gesundheitsbereichen wirklich Experten zu bündeln und vor allen Dingen allen Menschen ja, Informationen produktneutral und werbefrei an die Hand zu geben. Es geht ums Thema Kommunikation und wie sich Kommunikation verändert hat und wie das für Apotheken eine Rolle spielen, und zwar in sozialen Medien. Kann man auf eine einfache Art und Weise nutzen, da muss man nicht direkt jeden Kanal nutzen. Und darüber wird man Leute erreichen, man kann in Kommunikation, in eine Kommunikation mit dem Kunden treten und in eine Interaktion. Und da, glaube ich, steckt enorm viel Potenzial für die Zukunft drin. Wenn wir Apotheker zukünftig mehr als Gesundheitsexperten wahrgenommen werden wollen, müssen wir uns dort Gehör verschaffen, wo die Menschen sich informieren. Es gilt, den wichtigsten Platz auf diesem Planeten einzunehmen, die Oberfläche eines Smartphones. Dafür muss ich den Patienten zuhören. Ich muss sie auf gleiche Flughöhe bringen, damit sie mich verstehen, dass wir einander verstehen. Ich muss ihn mehr als begeistern und einfach dafür sorgen, dass der Patient selber seine eigene Heldenstory erzählen kann. Dafür steht die digitale Apotheke. Das Ziel unserer Initiative ist es, ein Endkundenportal aufzubauen, wo wir alle mit unserer individuellen Expertise unser Wissen kundgeben können, um den Kunden zu erreichen. Brennst du auch für ein Thema? Dann bewirb dich unter dieser E-Mail-Adresse und werde Teil unseres Teams.